Vielleicht fixen wir das nachher so ein bisschen. Mein Plan für den Stream heute ist den Harbinger legen. Und danach... Mal gucken. Danach gucken wir mal. Was wir machen, wie wir es machen. Aber bevor wir irgendwas machen, holen wir Scully. Wir haben Scully vergessen. Wir haben Scully vergessen. Wir müssen Scully mitnehmen. Hey Scully. Hast du... Ja. Sollte reichen. Komm mit. Ja, wir müssen leider auf dich verzichten. Leider, leider. Na komm, da ist der Ob. Leider, leider. Was musst du auch unbedingt heute dein Internet kaputt machen? Hi. Wunderbar im Partnerlook. Deine Augen leuchten nicht, dafür habe ich keinen Lippenstift. Ey, das war Vodafone. Ja, ja, das sagen sie alle. Das sagen sie alle. So. Kaputt. Und kein verlaufende Mascara, das ist wahr. Das ist wahr. So, wie wär's, wenn wir uns direkt vor Harbinger treffen? Und vielen lieben Dank für deinen Follow. Hi. Schön, dass du da bist. Bei euch sind knapp 40.000 Haushalte betroffen. Was musst du auch für alle das Internet kaputt machen? Hey, da ist Amano. Amano beherrscht den Moonwalk. Kann auch nicht jeder. So, dann sind wir so ziemlich bis auf Morpheus. Stehen wir alle hier. Ich würde sagen, wir laufen Richtung Harbinger. Hey! Yay! Da geht's abwärts. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Ich will den Schädel. Ich will diesen Schädel. Weil dann kann ich den coolen Schrein bauen. Da will ich nicht hoch. Und... die Waffe für die Blutmagie auf Stufe 5 aufwerten. Und gescheit Sachen craften. Und so. Und dann wird's toll. Dann haben wir nicht nur das theoretische
wissen, die Blutmagie auf Stufe 5 zu nutzen. Sondern wir haben dann auch die Ressourcen, Blutmagie auf Stufe 5 zu nutzen. Trägt Amano deine alte Robe? Ich habe die anderen irgendwie verloren, aber Amano hat die gleiche Fraktion und die gleiche Subfraktion wie ich. Deshalb trägt er quasi meine alte Robe. Nur, dass es nicht meine ist, sondern seine. Amano ist mein Fraktionsbruder. Verderbnis nimmt zu, Verderbnis nimmt ab. Wunderbar. So, Oculus, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Da. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das. Wo läufst du lang? Einfach durch die Stadt. Ich bin außen rumgelaufen. Weil ich keine Lust auf Kletterei und auf Gegner haben. Und hier kommt man dann da halt hin. Ich habe einfach keine Lust auf Gegner. Noch nicht. Die anderen zwei habe ich irgendwie verloren. Da ist ein Amano und eine Beechan. Hey, guck mal, den habe ich auch. Guck mal. Wunderbar. Ah, ich finde das cool. Okay, er hat 4. Ich noch nicht. Hi. Ein bisschen Smite hier austesten. Was der so kann. Ich habe vor, für jede Magiestufe irgendwann einen dieser Stäbe zu besitzen, weil die plus 12 auf Präzision geben. Wobei diese Effekte schon nice sind.
mich irgendwas getroffen? Natürlich nicht. Jetzt habe ich was getroffen. Scully rennt los. Ich bin nicht so scharf darauf, alle mitzunehmen. Beinahe hätte er mich getroffen. Aber nur beinahe. Der hat mich getroffen. Muss Scully da hinten mal so ein bisschen nachhallen. Scully geht rein, finde ich gut. Scully geht rein. Scully kriegt hier. Hi! Nein, danke. Der hat mich gut getroffen. Hier zwischenhauen. Gucken, dass Scully nicht zu tief runtergeht. Die anderen auch. Stack, down stack. Da kam was auf mich zugeflogen. Den kriegen wir klein. Amano hier drauf packen, während der da seine Augen macht. Und dann passt das. Jetzt ist er vor mich gelaufen. I'm so sorry, Marcus. Jawohl, ja.
Jawohl. Ah, Lemmy is happy. Wuhu! Ah, schön. Das hat dem Harbinger den Tag versaut. Oh ja. Du kriegst ihn hier. Du kriegst ihn hier. Koda kriegt auch einen hier. Ihr bekommt alle hier. Du kriegst auch einen hier. Ah, schön. Hier. Ah, wunderbar. Vielen lieben Dank, Leute. Dass ihr geholfen habt. All shall be revealed. Amano hat seine Ehre wiederhergestellt. Oh ja. Das ist wahr. Ich hab meinen Schädel bekommen. Der steht da oben sehr gut. Möchte man anmerken. Ging jetzt fix? Ja. Man merkte, dass wir eine Person mehr hatten, dass wir besser vorbereitet waren. Auch was die Waffen- bzw. Magiestärke angeht. Ich hatte das letzte Mal Licht zum Beispiel nicht dabei. So. Ne? Wir waren jetzt mit dabei. Das passt also. Cool. Nun denn, auf nach Hause. Getting hot in here. So. Cool. Cool. So, wir gehen heim. Ich gehe in diese Richtung. So, die packe ich mal da rein. Passt wunderbar. Hab ich in dem Blutschrein oben noch Blut vom Teufelsteddy. Ja, locker. Genug. Ich wusste, es lohnt sich, immer und immer wieder meine Nachbarn zu kennen. Tome of the Blood Magic kriege ich hin. Ist genau da. Ich hab Besuch. Angerungen mit einem Objekt, ja. Das kriegen wir hier schon irgendwie zwischen die Säulen. Dead rises again. Thank you. Ah,
cool. Cool. Keeper passt da rein. Aber eigentlich hätte ich ungerne Elvanor da hängen. Was haben wir denn hier noch so? Elvanor. Irgendein Keeper in einem Schrein, der nicht Elvanor ist, bis auf der Felgarth da vorne. Ne, sind alle Elvanor. Gut, dann hängen wir den Felgarth auf. Vielleicht müssen wir den noch mal so ein bisschen drehen. Damit der da nicht ganz so krass die Treppe versperrt. Das Teil steht da gut, finde ich. Brauchst du einen Named Keeper? Ich sag mal, durchaus. Ich habe noch nicht einen Named Keeper. Aber zurzeit fehlt mir auch das nötige Kleingeld, einen Named Keeper zu kaufen. War der Voice Actor Bombi? Ja. Nee, ich glaub nicht. Bombi kommt nicht so tief. Yay! Vielleicht stelle ich den noch ein bisschen anders schräg. Aber ich habe jeden einzelnen Magieschrein mit einem Elvanor Keeper belegt. Besetzt, sag ich mal, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Diese Säule hier steht ein bisschen im Weg, aber... Du hast das Gurkenbild in meinen Discord geworfen. Oh ja, das ist ein hervorragendes Gurkenbild. Leute, schaut euch dieses Gurkenbild an. Dieses Gurkenbild ist hervorragend. Gurken, saure Gurken in Monster Energy eingelegt. Kann ich da drin lassen? Und das Teil. Wir haben das da zum Befeuern. Wir haben davon was. Wir haben davon was. Davon haben wir was. Ein bisschen Ruby. Und ein bisschen davon. So. Pichon hat sich bald bekübelt, als er das gesehen hat. Da, auf 3. Onyxium-Barren und einen Diamanten. Diamanten haben wir hier, den haben wir gelootet. Cool. Onyxium müssen wir sammeln. Das haben wir unten. Xarium-Metallbarren und 2 Diamanten. Plasma, was willst du dafür? Lade. Das sind die Familia, die man sich holen kann.
Clouded Vision. Das würde ich gerne mal testen. Blut und schwarzes Blut. Aber jetzt machen wir erstmal diese auf Max. Konyxium Barren. Ich muss den noch mal ein bisschen drehen gleich. Da. Und mit dem Ruby, nicht mit dem Uncut. Bitte. Da, wunderbar. Schwarzes Blut und normales Blut. Kleiner Drehwurm für zwischendurch. Die nächste Expedition kommt bestimmt. Oh ja. Die Expeditionen sind lustig. Hat man was zu tun. In dem Spiel. Da haben wir ein bisschen schwarzes Blut. Eines lasse ich mal hier. Gut. Los. Ich habe tatsächlich kein normales Blut. Doch, vielleicht in der Flüssigkeitspresse oben. Was habe ich denn letztens mit dem Blut gemacht? Wahrscheinlich irgendwas Magisches hergestellt. Ah, oh, da ist noch Blut. Wunderbar. Bye, Miss Binks. Bye, Miss Binks. Da. Ich würde diesen Spell gerne mal austesten. Cool, der ist fertig. Finde ich gut. Der bringt 10 Black Blood. Fünf Prozent. Wo ist mein Lieblingsnachbarfohlen? Ich würde gerne ein paar Ziehenübungen machen. Stehen. Peter hätte letzten Stream bei mir vorbeikommen können. Wow. 50% beim Bogenschütze Stufe 2. Ah. Und jetzt noch den Panther hinterher. Dessen Wegführung echt bescheuert ist. Er hat den Bogenschützen gekillt. Immerhin.
dieses Black Blood, das macht schon nicht wenig Schaden. Bei menschlichen NPCs zumindest. Lauf halt nicht raus. Stell dich deinem Tod. Genau so. Genau so. Ach ja, richtig.